Hey Leute, willkommen zurück zu Resident Evil Outbreak. Oh mein Gott, wo ist Cindy? Ich weiß es nicht, die Kellnerin ist verschwunden. Ja, wir haben jetzt nur 3 Minuten Zeit, um an den Checkpoint zu kommen, denn sonst wird das Gebiet gesperrt. Warum britzelt das hier so komisch? Ist das die Reklame daneben? Dieses Leuchtding? Oh, jetzt springen ist gefährlich. Kannst du mal ein bisschen schneller machen, Mark? Dass der sich mit seinem Banster überhaupt hochziehen kann, ist schon eine Meisterleistung. 2 Minuten 26. Ich muss den Sprung abpassen. Wie springt sie denn? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Was soll ich machen? Ich weiß es nicht. Ich drücke einfach mal wie blöde X und Quadrat und Kreis und alles. Okay. Oh, der hat eine Waffe gefunden, oder was? Nichts Nützliches. Ich glaube, Cindy ist tot, kann das sein? Ich habe sie leider nicht beschützen können. Was hat der denn noch? Oh, komm, ich habe keine Zeit zu suchen. Hihi. Dieses Gebritzel war nicht schön eben, ne? So. Naja. Oh Gott. Und hier gibt es wahrscheinlich eine ganze Menge zu finden. Was gibt's denn hier? Da ist ein Aufzug. Okay, sonst nichts. Wir gehen auch bestimmt nicht mit dem Aufzug nach unten. Was? Lässt sich nicht öffnen? Oh nein. Ja. Bleibt mir anderes übrig, als den Aufzug zu rufen. Komm mit, Mark. Die erste Etage, also das Erdgeschoss. Bei den Amis ist ja immer ein bisschen anders, wisst ihr ja. Die müssen ja alles individueller machen. Also, aka bescheuert. Ist mein Kraut. Danke. Weil ich bin ein bisschen angeditscht. Oh, da liegt doch was. Aha. Oh nein. Du alle Zibbe. Oh, fest verschlossen ich. Oh. Was fest verschlossen ich. Ach so, ich bin schon wieder Vorsicht, oder? Wow. Alter, boah. Oh nein. Nein. Gib weg. Lad mal nach, bitte. Nein, 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 nein. Sag mal. Marc, wie wär's mal ein bisschen Hilfe? Leute, der hilft mir halt auch gar nicht, der Arsch. Oh nein. Jetzt werde ich geschmamscht. Hau ab. Verrecke. Oh, Kinder, ich habe nur noch ein paar Sekunden, ne? Ja, super geil. Und Mark rennt einfach weg. Geht's da raus? Mark. Der hilft mir auch gar nicht. So eine Arschbacke. Okay, komm, lass mal das Untersuchen der anderen Räume vor Jays Bar. Ja, gut, vielleicht hilft mir das. Ich bin halt schon richtig infiziert. Mir wird auch gerade richtig warm hier. Oh Gott. Das ist voll spannend. Oh, oh, das tut mir schon fast in der Seele ein bisschen weh, wie sie da runter. You startled me. I'm surprised you're still alive. The whole city's a war zone. We need all the help we can get. Now, move the police car over there to build a barricade. Go! Ach, ich, ja? Ich bin fast tot und ich soll jetzt eine Barrikade errichten, indem ich ein Auto schiebe. Habt ihr euch gut ausgedacht. Wahrscheinlich nur mit Handbremse gezogen. Oh nein. Muss ich hier vor oder was? Da blinkt noch was da oben, oder? Muss ich das hier schieben? Oder hat der wirklich das da vorne gemeint? Alter Schwede, nicht ernsthaft jetzt, oder? Na komm, hilf mir mal, Mark. Fauler Sack, hilf mir jetzt. Hier. Also davor schieben, ja? Ich glaube, das hat der gemeint. Was meinte der mit Feuerschutz? Der schießt gar nicht, Leute. Okay, doch. Weißt du, ich, die schwache Frau hier, die fast tot ist. Die zierliche Reporterin. Kumpel, du schießt gerade auf einen Toten, der wirklich tot ist. Aktuell, glaube ich. Okay. Da blinkt mal was. Verdammt, hätte ich da erstmal da... Na, egal. Ich kann eh nicht mehr schnell rennen. Okay, er hat noch ein rotes Kraut. Kann ich das anfordern? Gib. Ich will das. Dankeschön. Ich will das haben. Okay, also die kommt da jetzt erstmal nicht durch, hoffe ich, oder? Und die kriechen unterm Auto durch. Wie krass ist das? Guckt euch das an. Alter Schwede. Kriechen die einfach mal unterm Auto durch. Gibt es hier noch ein grünes Kraut oder so? Ich wäre sehr, sehr froh drüber. Nee, vielleicht auch nicht.
du Heiliger. Ist da durch? Ich kann halt echt nichts mehr machen. Ich habe nur noch ein bisschen Munition, kann kaum noch laufen. Die Voraussetzungen sind 1A. Erstmal mit Schießen, Kumpel. Achso. Was soll ich denn machen? Also ich kann noch treten, glaube ich, ne? Ich kann zurückweichen und ich kann mit der Schulter rammen. Wegen der Bauarbeiten komme ich da nicht durch. Ach so. Na dann. Leute, was soll ich denn hier tun? Das Spiel ist ein bisschen kompliziert in seinen Angaben. Ja, daneben die Tür ist die einzige, die, ne? Ach so, muss ich die vielleicht kaputt hauen, die Tür. Mit der Schulter wieder aufsprengen, das Schloss. Das Vorhängeschloss. Okay, vor Jays Bar. Oh. War das jetzt richtig oder falsch? Oh Gott, they're getting closer. We gotta go, now! Ach, der Herr Polizist hat natürlich den Generalschlüssel für alles. Das ist Ach Leute. Aber mir macht's Spaß eigentlich. Mir macht's Spaß. Es ist zwar ein bisschen komisch und kurios, aber. Oh Gott. Ich schlepp meinen Kadaver hier schon fast lang. Alter Schwede. Heilspray! Nein! Gib mir das, Mark! Gib mir das Heilspray, du Arschgesicht! Da klaut er sich das einfach vor meinen Augen. Habt ihr das gesehen? Ja, ich will das. Oh nein, jetzt habe ich gegen die Pistole getauscht, ne? Okay, dann schießt du halt. Ist mir auch egal. Aber ich habe die Pistolenmunition. So, und eine Eisenstange habe ich auch noch. Du kriegst die Munition erst, wenn du anständig bist, Mark, ja? Da klaut er... Gib mir jetzt das... Gib mir die Knarre jetzt. Macht der da? Schießt der mit der Schrotflinte die Tür auf? Ernsthaft? Bam. Okay. Mark, komm mal her jetzt. Ich hätte gern meine Knarre wieder. Ja, ich will die. Du Pennergesicht. Hier. Bam. Oh ja. Bam. So, Mark, jetzt reden wir nochmal über die Waffenverteilung hier, ja? I want that. Oh, hinter der Wohnung. Was hat denn der, hat der jetzt ernsthaft mit der Schrotflinte die Tür aufgeschossen? Okay, das hätte man auch gleich mit einem Tritt erledigen können. Hey, listen, you should go now. That's a fuel tank. Leak the gas and use it to burn these bastards. Do it now! Nom nom nom. Okay, ihr denkt, was ich denke. Ich schnapp mir jetzt das Gewehr, so. Ja, und das Feuerzeug natürlich auch, aber dafür habe ich jetzt keinen Platz. Heieiei. Warum hat man hier auch nur 4 Plätze? Ich finde das ein bisschen wenig, ehrlich gesagt. Oh nein. Oh nein. Bam. Bam. Nein, nein, nein. Alter, hau die mich wieder. Zippe. Oh nein, für das Kraut. Schnell, schnell, schnell. Oh lalalalalala. Oh lalalala. Könnt ihr mal... Alter, wie viele das sind. Ich meine, 3 Stück sind jetzt nicht viele, aber es sind genug. Mark, kannst du mal was machen, bitte? Ich nehme mal das Ventil jetzt auf. War vielleicht eine schlechte Idee, das Feuerzeug jetzt da drin liegen zu lassen. Naja. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Weiß man nicht. Ah, ich hol's mir gleich wieder. Yeah, ich hab ein Gewehr. Hau ab. Geh weg, du Alte. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Was ist das Feuerzeug jetzt? Ich hoffe, das liegt noch. Oh ja, tut's. Na, nein, nein, nein. Warum ist das eben so rumgeflitscht? Wollte ich gar nicht. Ah, ah. Oh, das ist perfekt gerade. Hier stehen alle drin. Und Mark. Das ist zwar ein bisschen gemein, aber... Verwenden. Ein Feuerzeug wäre gefährlich. Das weiß ich doch. Mein lieb Kind. Hallo. Könnt ihr mal sterben, bitte? Warum geht das hier nicht?
Ach hier. Cool. Böschung am Kanal. Okay. Krass. Also ich finde es ja sehr cool gemacht, diese Zwischensequenzen. Oh yeah, Mark, wir haben es geschafft. Bist du stolz? Ja. Ja, und jetzt? Sollen wir da runter? Warte, du springst ins... Achso. Rennt ja nicht alles, ne? Nee, cool, die haben da echt was gemacht. Also, ich find's ein bisschen schade, dass ich's früher nie gespielt habe. Beim Schwimmen. Och man, ich find's schade mit Cindy. Was, ich gehe lieber nicht nah ran. Nicht an die Öffnung, willst du lieber ins Feuer schwimmen, ja? Das kann man auch erledigen. Vor allem, das ist immer noch Szenario 1 und es geht recht lange bisher. Also, bald habe ich eine Stunde. Guck mal, und ihr Anzug ist immer noch blütenrein. Ihr kleines Kostüm. Mark, wo läufst du denn lang? Hier ein bisschen umgucken. Oh, da ist eine Ratte. Hallo, Ratti. Ich hoffe, ihr seid nett. Ah, ich habe doch gewusst, es könnte sich lohnen, da lang zu gehen, wo Mark nicht lang geht. Der alte Knallkopf. Bleib doch mal stehen, Mark. Lass mal kurz die... Ist hier nicht. Okay. Ich weiß gar nicht, soll ich ihm das Magazin geben? Weil scheinbar hat er ja noch eine volle Waffe. Denn da steht nichts von wegen Munition bei ihm, oder? Guck mal. Ja. Da ist noch ein rotes Kraut, also zwei brauche ich jetzt nicht unbedingt. Hm. Das wäre aber ganz cool. So. Er ist in Gefahr. Mark, komm mal her, ich gebe dir was. Hier, überreichen, feierlich überreichen. Na, wo ist es? Thank you so much. Thank you so much. Und es steht unten, Sie haben mich gerettet, vielen Dank. Ja, man kann es auch ein bisschen ausschmücken. Ich find's ja total klasse. Gute Untertitel, beziehungsweise schlechte Untertitel, machen für mich immer so ein bisschen den Spielspaß aus. Da hinten ist es dunkel, Ratten sind zu hören. Oh Gott. Garstige Viecher. Vor dem Apple Inn. Ja. Nee doch, es ist gut, es ist gut. Ist zwar kein richtiges Resident Evil, wollte ich sagen, aber es ist... Ja, es ist doch schon ein richtiges Resident Evil, halt nur nicht, wie man es kennt, ne? So, Adventure-Aspekt, Geradlinigkeit und so weiter. Hier ist es halt ein bisschen chaotisch, aber deswegen ja nicht schlecht, finde ich. Warte mal, Karte checken. Karte checken. Karte... Okay, da ist gar nichts. Hallo. Mark. Der rennt auch immer vorne weg, ne? Anstatt mir mal zu sagen, wo er hin will, was er macht. Oh, ne, da ist wieder Zombie. Hä? Ne, es ist kein Zombie, es ist ein Polizist. Lässt sich nicht öffnen, die Tür. Ich bereue es gerade so ein bisschen, dass ich nicht dieses Mädchen genommen habe mit dem doppelten Inventarplatz. Das wäre voll gut, glaube ich. Ich finde es halt auch ein bisschen schade, dass die KI immer gleich dorthin rennt, wo man was zu tun hat. Hey, Kumpel. Hey, was ist denn hier los? Wie konnte das nur passieren? Ah ja. Der Officer. Mm-mm-mm. This is the Raccoon City Police Department. Please try to stay calm. Vehicles are standing by to commence evacuation. We need everyone here as quickly as possible. 5 Minuten später. Geht das jetzt wieder auf Zeit, oder was? Wobei ich das schon ganz cool finde. That's it then? Get in, please. Nee. Wir haben es echt geschafft. The highway is too dangerous. We're taking side streets. Damn. Another barricade. As you can see, there are too many roadblocks. I'm afraid you'll have to get out and continue on foot. Okay. Ich dachte jetzt echt, das war es schon. Ja, gut, ich meine, es gibt wie viele Szenarien? Wahrscheinlich schon ein paar mehr als 2, 3, ne? Nehme ich jetzt einfach mal an.
Oh, da ist noch ein Kraut. Würde ich nicht nehmen. Und daher denke ich mal... Ist der immer noch verletzt? Marc, du hast gemischtes Kraut bekommen, das weißt du, ne? Der ist immer noch verletzt. Ich glaube, es hackt. Was ist das denn hier? 45er Automatik. Alter Schwede. Gewehrmunition. Und noch mehr Gewehrmunition. Goll. Goll! Ist das mal herrlich. Und eine Schreibmaschine? Hä? Ernsthaft? Okay, ich kann mein Spiel speichern? Das ist ja... kurios. Warte mal. Hier, komm mal her, Marc. Gib mir mal... Warte mal, gib mir mal den Alkohol. Was soll denn der... I want that. I want that, please. So, warte. Jetzt nehmen wir uns noch das hier auf. Lass mal den Alkohol mal liegen. Komm mal her jetzt. Überreichen. So. Soll ich mir mal die Pistolenmunition, werde ihm die geben? Weiß gar nicht, ob das Sinn macht, wenn ich Marc Pistolenmunition überreiche. Nee. Pistolenmunition nehmen wir hierfür. Noch ein Gewehr. Warte mal, ich gebe ihm das auch mal für das Kraut. Das ist totaler Quatsch, ne? Marc, komm mal her. Überreichen. Gib mir dafür das leere Magazin. Du bist voll die Flach... Egal. Flachpfeife bist du. Ist auch egal, dafür nehme ich das Gewehr. So, dann habe ich schon mal 14 Schuss in dem Gewehr drin. Alter Schwede, das ist voll gut. Hier liegt auch noch was. Pistolenmagazin. Ach so, sie legt das jetzt da draußen irgendwo random hin, oder was? Und ein Halsspray, das brauche ich nicht. Wenn er mir das Feuerzeug mal geben würde. I want that. I want that. Ach so. Nehmen wir gegen das Halsspray. Das Heilsbringerspray. Nehme ich mir auch mal eins für das Feuerzeug, weil ich glaube nicht, dass wir das hier noch brauchen, oder? Komm, ich werde nochmal speichern gehen, Leute. Ich beende mal den Part ein bisschen früher, weil jetzt ist gerade die Gelegenheit dazu. Es gibt scheinbar auch nur einen Speicherstand, wie ihr seht. Naja, bevor ich irgendwas verkecke, höre ich hier mal auf. Ich freue mich weiterhin auf eure rege Beteiligung in den Kommentaren und den Likes. Das würde mich auch weiterhin so freuen. Und ja, wir sehen uns wieder zu Resident Evil Outbreak. Sieht ja so ein bisschen pissig aus, ne? Na gut, bis dann.